スタジオ、ジャマワゼ。Ich mach mal ein Foto, ja? Als ich mich am Tisch umsah, stellte ich fest, dass sie alle vom Schicksal gezeichnet waren. Aber dennoch konnten sie lachen. Es ging eine große Kraft von ihnen aus. Vielleicht, weil sie über ihr Leid offen sprechen konnten, ich aber mein Leid in mir verschlossen hielt. In dieser Nacht konnte ich zum ersten Mal für kurze Zeit vergessen. Tut mir leid, ich wusste von all dem nichts. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie haben offensichtlich eigene Sorgen. Ihr Herz ist verwundet. Entschuldigen Sie mich. Die Tür stand weit offen. Das ganze Haus war völlig durchwühlt worden. Ich ging hinein und dann sah ich Dannys Beine. Er lag in der Tür zum Wohnzimmer. Und mein Mann. Sogar seinen Ehering haben sie gestohlen. Ich wurde in dem Glauben erzogen, dass wenn ich ein anständiges Leben führe und hart arbeite, ich auch Anspruch auf Glück hätte. Das war dumm von mir, nicht wahr? Wir Buddhisten glauben, dass uns das Leben fast immer nur Leiden verspricht. Und falls wir einmal Glück erleben dürfen, würdigen wir es als kostbares Geschenk. Es wird uns nur für kurze Augenblicke gewährt. Wie schön es hier ist. In dieser Nacht träumte ich, sie wäre noch am Leben. Der Traum war so lebendig, dass ich glaubte, wach zu sein. Und ich hielt ihren Tod nur für einen Albtraum.